Willkommen zurück zu einer weiteren hochwissenschaftlichen Folge Terminator Resistance. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video der Wissenschaft bewertet haben. Leute, wenn ihr da draußen mich ganz schnell ein wenig unterstützen wollt, nehmt euch bitte die Sekunde und lasst eine Bewertung da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, wäre sehr, sehr nice, denn so könnt ihr mir am allerbesten ein wenig Support zukommen lassen. Gut, wir machen weiter. Sure, let's trust someone who gets called Dr. Death. That won't bite us in the ass. In the meantime, I'll see what I can learn from the new CPU we acquired from that infiltrator. This could be the breakthrough that we've all been waiting for. I need to concentrate, so please don't disturb me. Ja, ganz ruhig, Eierkopf. Okay, ganz ruhig, Süßer. What do you need? Ich brauch dich, Baby. Was Mac the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never told this to anyone, but before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? Ja, zu schön, um wahr zu sein. A little too good to be true. It was. I was too naive to notice it back then. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. Tja, bei so einer schönen Frau ist das gar nicht so ein Glücksfall, oder? You're lucky someone found you. Someone did find me. Too bad it was Skynet. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp. But it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? An infiltrator. In a way. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a whore. It lasted months until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor, those two guys in the desert, Mac, they all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the resistance is because I despise people just a little less than the machines. Alter, was für eine heftige Geschichte, oder? Wow. Anything I should know about Dr. Mac before I leave? Only that he can't be trusted and he's highly manipulative. So you need to stay cautious. Was für eine derbe Story. Die Maschinen hatten einen Informanten und der hat sich dann irgendwann eine Hure gewünscht. Eine alte, die er bumsen kann. Ziemlich widerlich. Forschungsprotokoll Dr. Alvin Scott. Nach gründlicher Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich Infiltratorenhaut unter dem Mikroskop nicht menschlicher Epidermis unterscheiden lässt. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen. Die Haut ist mit Haarfollikeln bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Die Terminatorenhaut könnte in jeder Hinsicht als lebendes Gewebe kategorisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Arten der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieses Ergebnis irgendwann zwischen Terminatoren und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist, ist das Herz-Kreislaufsystem der Haut. Oder sollte ich sagen, das Kreislaufsystem,
wenn man bedenkt, dass die Infiltratoren ja keine organischen Herzen besitzen. Die Blutversorgung übernimmt eine mechanische Kreislaufsystem. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Proben nicht kontaminieren. Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass die so Hightech konzipiert wurden. Ich meine, die Haut soll also wirklich möglichst authentisch sein. Jacob, do you have a minute? Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me. I know he'd be stupid to go there since now it's behind the Annihilation line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Oh, nähe dem Tennisplatz. Wow, in Hollywood. Die war ja mal richtig reich. I bet he's one of those machines. Tja, jetzt, wo die Leute wissen, dass es solche Infiltrator gibt. Oh, süße. Kann man ja nie so genau sagen, wer jetzt überhaupt Mensch ist und wer vielleicht eine Maschine ist, die uns Probleme macht. Baron, bekommen wir noch eine Story oder ein wenig Romantik? Komm, Alter, die ist doch auch eine Maschine. Schaut sie euch an, wie die sich bewegt. Versuche, menschlich zu sein. Menschlichkeitsprotokoll aktiviert. Piep, piep, piep. Jetzt schwitzen. Jetzt feucht werden. Jetzt erotisch sein. Du Mensch, du wollen machen. Chaka, chaka. Bing, bing. Kein Mensch redet so, Baron. Kein Mensch. Die Hunde drehen durch. Werden nervös wegen Baron. Hollywood Hills. Dr. Mac ist der Einzige, der die Verschlüsselung von Skynet knacken kann, damit wir den neuesten Skynet-Waffen nutzen können. Ich muss nach Hollywood Hills, um ihm das Plasmagewehr der zweiten Generation zu bringen. Bada boom. Hollywood Hills scheint weit weg zu sein. Sind wir das erste Mal bei Tag unterwegs? You're alive. No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? They're not safe there. What? Why? God damn it! What does he mean? Get everyone out of the shelter? Tja, können wir dem fremden Mann vertrauen? Ich meine, wirklich eine andere Wahl haben wir ja wohl nicht. Und er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Also, keine Ahnung, was er will. Sehr, sehr mysteriös. Ach komm. Spiel. Sei einmal nett zu mir. Dieses dämliche Schlösserknacken. Ah, so ätzend. Und. Geil. Geil. Eine Knarre. Eine Knarre, die wir überhaupt niemals nie brauchen, weil irgendwie Uzi, Pistole, Shotgun. Ja, ne, ist alles useless crap. Leider. Leider, leider, leider. Ich wünschte, es wäre anders, aber leider nein. Okay, Metall in einem Juwelier. Warum nicht? Ja, doch, ergibt schon irgendwie alles sehr viel Sinn. Och, nö, schwer. Oh, ich bin nah dran. Aber irgendwie nicht nah genug. Komm schon. Da schauen Leute zu auf YouTube. Jetzt enttäusch mich doch nicht so, okay? Und ich wette, da ist wieder nur Schmuh drin. Okay, da war doch kein Schmuh drin, obwohl... Geld, ist Geld so wichtig? Also, Geld hier in der Welt, kein richtiges Geld. Denn wir wissen ja Handelsressourcen. Dr. Mac, is that you? The Resistance needs your help. Mac! It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that?
because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Head up that hill. If you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes, to determine whether you're a Terminator or not. And be careful, I'm watching you. Okay, Dr. Mac, immer wenn ich dieses Spiel hier spiele, ich weiß auch nicht, ich muss die ganze Zeit an The Walking Dead Survival Instinct spielen. Denken. Spielen? Denken. Ja, und ich will es spielen. Ich will irgendwie The Walking Dead jedes Mal spielen. Das war damals ein geiles Let's Play. Ich kann mich noch dran erinnern, da war ich ja noch nicht so ein großer YouTuber. Naja, bin ich heute ein großer YouTuber? Irgendwie immer noch nicht. Irgendwie gefühlt bin ich immer noch ein kleiner... Also emotional hat sich für mich nichts geändert an YouTube. Ich fühle mich nicht, als wäre ich ein Big Player. Ehrlich gesagt fühle ich mich auch nicht wirklich als Teil von YouTube oder YouTube Deutschland oder sonst irgendwas. Haben wir das Ding eben gerade mitgenommen? Okay, könnte nett sein. Weißt du was? Ich werde die Uzi einfach wegwerfen. Auch die Shotgun. Wir finden das dauernd und ach, die paar Kröten. Nimmt einen Haufen Platz weg. Noch irgendwas hier? Nee. Also ja, wie gesagt, ich fühle mich in keinster Weise irgendwie wie der große YouTube-Star oder sonst was. Seit meinen Anfängen hat sich im Grunde gar nichts verändert. Wirklich gar nichts. Vielleicht verdiene ich jetzt ein bisschen mehr Geld. Gut, gebe ich ja zu. Aber sonst so hat sich da nicht wirklich was verändert. Aber als ich eben noch nicht so groß war, klar, habe ich natürlich jetzt eine höhere Reichweite. War das wirklich ein unglaublich erfolgreiches Let's Play für die damalige Zeit. Ich glaube, das war mit so 90.000 Klicks oder so nach einer Woche ein Riesending. Ich würde nicht mal sagen, dass ich heute wirklich erfolgreicher bin, sondern es gibt einfach mehr Menschen. Die Plattform war natürlich viel, viel kleiner. Die Konkurrenz war weniger. Auch das Upload. They're actually trying to fight you? Very clever way to make me think that you're not one of them. Unfortunately for you, I'm not that easily. Wo kommen die denn auf einmal? Au. Okay, ein Problem schon mal gelöst. Und jetzt noch den Dicken da hinten. Ja, also das Publikum ist größer und das Upload-Verhalten ist ganz, ganz anders. Ich meine, wenn man bedenkt, heutzutage kommt, sagen wir mal, Star Wars Jedi Fallen Order kommt in 4 Tagen raus, dann ist offizieller Release. Und es gibt schon irgendwie Kanäle, die haben 10 Stunden. 10 Stunden am Stück. Gab's früher nicht. Gab's nicht. Keiner hat 10 Stunden am Stück hochgeknüppelt. Damals waren 20 Minuten lang. Ich weiß noch, da haben sich die Leute gefreut. Boah, heute XXXXL-Folge. Ey. Boah, ich hab's überlebt. Gib mir mal bitte die Waffe hier. Oder wir testen mal die neue Waffe. Moment. Ja, ganz nett. Und wie lange dauert hier das Nachladen? Wahrscheinlich ewig. Also ja, damals 20 Minuten, da sind die Leute durchgedreht. We don't have time for any of this. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Schön. Keep that in mind during this test. Der Mann scheint komplett wahnsinnig zu sein in seiner Hollywood Hill Villa. Beverly Hills. This mansion is filled with Terminators. They've been trying to find me for a while now, all 8 of them.
Well, I guess with you in there, that makes it 9. Living in Beverly Hills. Ich will The Walking Dead spielen. Oh, da hinten gibt es ja noch einige Sachen, die wir erforschen könnten. Ah, im Besitz 5. Wo sind die eigentlich, die Messer? Wo sind die Messer? Frage ich mich wirklich jedes Mal. Weil hier sind sie auch nicht drin. Wo hängen die? Muss man die auswählen? Nee, auswählen. Ach echt, die muss man hier wirklich so als Waffe auswählen? Okay, ich will sie mal testen. Aber, Tarnung, Waffen hole ich mir hier. Und herstellen wir vielleicht ganz nett. Hacken wir auch nett. Aber ich glaube, ich gehe hier nochmal auf schneller leveln. Noch lohnt es sich, finde ich. So, jetzt die Sniperwaffe können wir mal rausnehmen und machen die mal hier hin. Alright, sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, nicht wundern, Spiel ist abgeschmiert. Ich muss auch nochmal hier meine Punkte verteilen. Moment, also was hatten wir? Waffen und ja, jetzt nehme ich halt mal Sprengstoff. Nehmen wir halt mal Sprengstoff mit. Types Zeitschrift. Werden wir Kunst von einer Maschine jemals anerkennen? Wenn man das Los Angeles Modern Art Museum regelmäßig besucht, dann sind die Chancen gut, dass man ihre Werke bereits gesehen hat. Die jüngste Ausstellung im MAM mit dem Titel Farben des Abstrakten wurde vollständig von einem Computerprogramm namens Ines geschaffen. Ines malt schon seit Anfang der 70er Jahre. Gail Wisher, Ines Schöpferin, hätte sich niemals vorgestellt, dass ein einfacher Algorithmus letztlich autonom werden würde. Es braucht mich nicht mehr, sagte Wisher. Also ich persönlich halte ja künstliche Intelligenz, Maschinen für sehr, sehr gefährlich. Und ich könnte mir gut vorstellen, was, ich kann die nicht entfernen, Kacke. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Maschinen eines Tages wirklich unser Untergang sind, unser Ende. Doch, wirklich, also, ich finde das gar nicht so abstrakt. Weil wer weiß, ob die uns mögen würden. Weiß man ja nicht. Ich würde sagen, nein, so. Oh, Terminator. Hier, ich gebe dir sehr, sehr hart. Au, er gibt mir auch sehr, sehr hart. Wie krass die einfach sind. Stirb, verdammt, stirb. Dieser elende Blechmann. So, dankeschön. V96. Was ist denn das hier für eine Waffe? Haben wir noch gar nicht, oder? Was bist du? R95, V96. Ups, fallen gelassen. Nicht gut. Gib mir nochmal das Ding hier. Machen wir mal hier hin. Nein, ich kann das noch gar nicht verwenden. Schade. Gib mir deine Pillen. Dankeschön. Jo, das war ein verdammt lauter Schuss. Okay, okay. Oh mein Gott. Es waren 8 Stück hier, oder? Er hat irgendwas von 8 Stück gesagt. Mit mir sind es 9. Oh, dankeschön. Stirb! Du Schrottmühle. Die laufen aber ziemlich konsequent in meine Richtung. Abstand, Abstand. Und bezwungen. Alles T-820? Und ich bin schon wieder fast tot.
Jungs haben doch an. So wie die draufzimmern. Ich habe so viele Chips. Zu viele. Einfach zu viele. Oh nein, schwer. 30% ist die Chance. Okay, hatte ich auch mal ein bisschen Glück. Gewehrmunition. Braucht kein Mensch. Sind wir ehrlich. Okay, von der anderen Seite verschlossen. Und hier? Warte, dann gibt es aber hier noch eine weitere Tür, die man öffnen kann, wenn man will. Unnötige Dinge. Aber wir nehmen sie mit. Ein wenig Handcreme. Moment, jetzt kann ich hier das öffnen. Machen wir mal. Vielleicht irgendwann wichtig. Man weiß ja nie, oder? Oh. 45% Chancen. Aus irgendeinem Grund kann ich es aber nicht aktivieren. Okay, wie weit? Das ist nur Mittel. Junge, Junge, Junge. Noch ein kleines Stück nach unten wahrscheinlich. Leider ist die Steuerung so hart widerlich. Was das Schlösserknacken angeht. Ja, wo ist der hin? Einmal noch hier rein lang. Dann geht's in die nächste tödliche Runde. Wahrscheinlich, weil die einfach so geile Waffen haben, macht die auch so einen Beast-Schaden. Weil ich meine, es ist ja nicht normal. Guck mich zweimal an und Game over. Wie sie mich aber auch eiskalt terminieren wollen. Das waren die letzten beiden. Am Ende gewinnt der Mensch. Das gefährlichste Raubtier auf diesem Planeten. Nichts kann uns schlagen. Wir sind einfach Killermaschinen. Aus Fleisch und Blut. Ich glaube, wir als Menschen, wir werden so galaktisch betrachtet gar nicht so schlecht. Too bad there's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait, that's a different test. Schwer. Ich probier's. Nein. Ich probier's erneut. Nein. Noch einmal. Auch nicht. Okay, wir müssen es so versuchen. Oh yes, ein Skill Point. Jetzt nehme ich mir das hier noch mit. Und so haben wir alles, was ich wollte. Ja, ich glaube, der Mensch wäre gar nicht mal so kacke. Wir denken immer so, oh, der Mensch, der kann ja nichts. Sein Körper ist minderwertig und scheiße. Aber der Mensch ist irgendwie so, ich weiß nicht, so wie eine Ratte. Unbezwingbar. Widerstandsfähig. Passt sich an. Das kann der Mensch einfach. Der Mensch ist Unkraut. Schmutz. Aber du kannst Schmutz nicht besiegen. Böser Schmutz. Tödlicher Schmutz. Oh, ein Spielplatz. Okay, Doc. Wann sind wir endlich bei dir? Der Weg ist weit. Und schmuddelig. Aber auch voller Loot.
Great, you're here. Get on that stage, quick. Gut, werden wir tun in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!